Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, Türchen Nummer 13 des Advent of Code Adventskalenders. Ja, gestern haben wir die perfekte Route aus dem Höhlensystem, streng genommen, wir haben alle Routen aus dem Höhlensystem raus berechnet, allerdings sind wir noch nicht raus. Jetzt stellt sich heraus, dass einige Höhlen gefährliche vulkanische Aktivität aufweisen, die die Hitzeverträglichkeit, die Kapazität des U-Boots übersteigen könnte. Zum Glück haben wir einen infrarot-thermalen eine infrarot-thermale Kamera. Wir werfen die Kamera an, um die Höhlen zu analysieren und bekommen plötzlich eine Nachricht aufgeploppt. Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser Kamera. Bitte geben Sie den Aktivierungscode ein auf Seite 1 im Manual. Wir finden das Manual, öffnen Seite 1, denken uns doch im Hinterkopf, okay, die Elfen haben dieses System offensichtlich bisher noch nie genutzt. Und auf Seite 1 fällt plötzlich ein transparentes Papier raus. Auf diesem transparenten Papier sind diverse Markierungen und Faltinstruktionen. Die Markierungen sind uns als Input für unseren Code in Koordinatenform gegeben. Ja, also in Koordinatenform wird uns beschrieben, was auf diesem transparenten Papier zu sehen ist. Und wenn man sich das dann hübsch printet, das Anschauungsbeispiel, dann sieht das ungefähr so aus. Und es steht ja hier zum Beispiel, Falte entlang y ist 7. Das heißt dann, x-Werte werden entlang der Zeile abgetragen. x0, x1, x2, x3 und so weiter. Als Beispiel hier zum Beispiel 6, 10. Ja, also in x Richtung 6 und y 10. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist noch nicht die Markierung, die gehört zu was anderem. Und zwar, die müsste hier 6,0, das ist 6,0, aber wir wollen ja auch noch 6,10, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt haben wir zwei Markierungen nachvollzogen. So, bei y7, also 0, 1, 2, 3 und so weiter, kommt man irgendwo hier auf irgendeine dieser Zeilen hier, ist y7, Sie haben es mal hier schön markiert, das wird also zu einer Faltlinie. Und jetzt klappen wir, was wir unten sehen, nach oben hoch und dann ergibt sich ein solches Bild. Nun war ja aber auch noch eine zweite Faltlinie entlang x5, das heißt 0, 1, 2, 3, 4, 5. Also hier diese Vertikale ist eine zweite Faltlinie. Hier wird auch schön, ne, fold along x is 5, eine vertikale Faltlinie. Wir klappen rüber und das Beispiel, die Beispielseite wird also am Ende zu einem Quadrat. So, wir haben ja jetzt aber auch wieder unseren personalisierten Input gegeben. Da entstehen natürlich andere Muster und auch die Eingangsmarkierungen fallen größer aus. Die Frage für Part 1 ist jetzt aber erstmal zunächst, wenn ich ausschließlich die erste Faltung durchführe. Ja, wir starten hier beim Ausgangstransparent, markieren die erste Faltungslinie, falten einmal und dadurch überdecken sich auch ein paar Rauten, die nach Faltung auf demselben Ort liegen. Beispielsweise hier. Diese Raute und diese Raute, die fallen zusammen und dann bleibt nur eine Raute übrig, und zwar diese hier. Wir sollen jetzt also zählen, wie viele Rauten bleiben noch übrig, nachdem die erste Faltung vollzogen wurde. Im Anschauungsbeispiel ist das 17, in meinem individualisierten Input ist das 751. Wir sehen hier auch wieder mein Code, jetzt sind wir erstmal in der Main, auch wieder einmal rufe ich den Code auf für das RawX, für das Anschauungsbeispiel und ich assert am Ende, dass die in der Aufgabenstellung geforderten 17 sichtbaren Rauten am Ende noch zu sehen sein sollen. Dieses Assert wird erfüllt und am Ende, wir können hier übrigens dazu schreiben, wie eh und je,
So, das sind Resources and Part 1. Und hier unten kommt Part 2. So, also einmal für das Anschauungsbeispiel exerziere ich Part 1 durch und dann für den individualisierten Input gebe ich es aus und dann kommen wir auf 700, auf diese 751, die ich hier auch angegeben habe. So, wie habe ich das gemacht? Schauen wir uns den Rest des Codes an. Ich importiere NumPy für Arrays. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Ursprungspapier hier, das als ein NumPy-Array darzustellen, weil diese Faltungsoperation sich mit bestimmter Array-Funktionalität, die NumPy schon out of the box mitbringt, leichter umsetzen lässt, als das alles wirklich zu Fuß von Grund auf basierend auf Dictionary-Tupel- oder Listenstrukturen zu implementieren. Außerdem von Typing, wo ich offensichtlich nur optional brauche. Dann habe ich mir hier das Anschauungsbeispiel reinkopiert. Eine Schwierigkeit kommt jetzt hier also noch dazu, dass der Input ist nicht mehr so schön klar homogen, wie er die Tage davor war, sondern wir haben jetzt einmal Teil A des Inputs, also die eigentlichen Koordinaten auf dem Transparenz, und dann haben wir ein Teil B, die Faltungsanleitung. So, das müssen wir also vorher auseinander klamüsern, bevor wir anfangen können, da irgendwie drauf loszuarbeiten. Deswegen habe ich hier Pre-Process Raw, sollte ich vielleicht nach ganz oben nehmen, hätte ich mich erst als zweites implementiert. So, Pre-Process Raw nimmt genau so ein Raw-String wie das Anschauungsbeispiel an, das aus Koordinaten und Faltanweisungen besteht. Und es gibt zum einen eine Liste aus Strings zurück, nämlich die Lines. Also die Idee ist, alle Koordinaten einmal zurückzugeben als Liste von Strings. Und es gibt noch eine Liste von Dictionaries aus Strings und Integers zurück. Und zwar, genau, also dieses foldalong y ist 7 soll konvertiert werden in ein Dictionary y ist gleich 7. Und die nächste Anweisung soll auch ein Dictionary werden, aber ein eigenes Dictionary ist x gleich 5. Warum, das sehen wir gleich. Aber das ist so die Idee dabei. Ja? Also die Folds wird eine Liste aus Dictionaries, String und Int. Ja, zum Beispiel hatten wir jetzt gerade so y ist gleich 7, x ist 5 und so weiter. So, aber gehen wir eins nach dem anderen durch. Also raw kommt rein, wird in ein lines raw durch split lines umgewandelt. Also erstmal hier zerpflücken wir an den ganzen Zeilenumbrüchen den String in lauter Einzelstrings ohne Zeilenumbrüche. So, dann zunächst erstellen wir die Lines-Struktur, Datenstruktur, die wir zurückgeben, indem wir die Lines raw durchgehen. Also wir erzeugen hier eine Struktur Lines und eine Struktur underscore folds und sagen, okay, underscore temp ist Lines und sagen underscore temp append line raw, die wir aus den Lines raw, was eine gesplittete Version von raw ist, befüllen. Sobald wir aber auf eine leere Zeile stoßen, das ist nämlich diese hier, nach den Koordinaten und vor den Faltanweisungen, dann wird dieses underscore temp, das bis eben lines gewesen war, umgeschaltet, umgeswitcht auf underscore folds. Und das heißt, der Rest wird dann den underscore folds, also diese Zeile und diese Zeile, und im individualisierten Input kommen deutlich mehr hier. Faltanweisungen noch dazu, 909 bis 920, also wie noch 11, 12 Anweisung, ja, 12 Faltanweisungen kommen dazu. Die werden alle dem underscore folds angehangen. Das heißt, jetzt hier in Zeile 40 ist lines schon fertig. Jetzt müssen wir die folds nur noch mal ein bisschen handzahm bearbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal underscore folds durch, holen uns da die lines, die Zeilen einzeln raus. Und jetzt sagen wir, na dann, splitte die Line, hier so eine, anhand der anhand der
Leerzeichen. Ja, dann bekommen wir fold, along und x gleich 5, beziehungsweise fold, along, y gleich 7. Und das fold und das along, das ignorieren wir, das schmeißen wir weg, das brauchen wir nicht. Wir holen uns hier minus 1, den letzten Eintrag raus, also y gleich 7, beziehungsweise x gleich 5. Und das, was wir uns da rausgeholt haben, dieses x gleich, y gleich, was auch immer, das können wir dann nochmal in dem Gleichheitszeichen aufsplitten und holen uns davon den ersten Eintrag. Das ist dann also y oder x. Doppelpunkt, das ist ja ein Dictionary. Und dann nochmal genau dasselbe. Wir splitten die Line an den Leerzeichen. Jetzt greifen wir uns das letzte Element raus. Wobei, vielleicht machen wir mal hier, sagen wir mal so, pre-split. Um hier ein bisschen redundante Arbeit sich zu sparen. Genau, und dann können wir uns auch hier nochmal bam bam. Und dann sagen wir hier einfach nur so pre-split 0 int pre-split 1. Ja, also es hat sich jetzt in der Sache nichts geändert. Wir nehmen die Zeile, wir splitten sie an den Leerzeichen und greifen uns das letzte Element raus, das immer vom Typus Buchstabe ist gleich Zahl ist. Splitten das nochmal an dem Gleichheitszeichen und dann können wir einmal auf den Buchstaben zugreifen und einmal auf die Zahl, die wir mit int tatsächlich in eine Integer konvertieren können. So, und damit haben wir das Underscore Folds nochmal processed, aufbereitet und jetzt ist das Folds eine Liste von Dictionaries aus String-Schlüsseln und Integer-Werten und geben Lines und Folds zurück. Das ist, was der Pre-Process Raw macht. Dann Raw to Mat. Also das Lines, was wir aus dem Pre-Process Raw bekommen, können wir an den Raw to Mat übergeben, der uns also aus dieser Koordinatendarstellung eine boolsche Matrix aufbaut, die diese Informationen hier, die Punkte und Rauten als False und True Werte, ja, jeder Punkt ist False, jede Raute ist True, baut uns eine boolsche Matrix aus True und False Werten auf. Das heißt, zunächst erstellen wir uns eine Zwischenstruktur, Coords für Koordinaten, max x, max y, weil wir auch rauskriegen müssen. Wir wissen nur aufgrund dieser Koordinatenschreibweise, wie groß am Ende das Transparent überhaupt werden wird. So max x, max y, das hatte ich schon mal in einem früheren Video gesagt. Normalerweise möchte man gerne, wenn man so eine, das ist ja hier eine Art Sparse-Matrix-Darstellung, und hier gesagt, wo nur angegeben wird, wo überhaupt nicht Nulleinträge sind. Am liebsten hätte man bei so einer Sparse-Matrix-Darstellung schon vorab die Information, wie groß der Shape wird. Die Information haben wir aber nicht, das heißt, wir müssen sie aus den Koordinaten versuchen zu rekonstruieren. So, um die Koordinaten herzustellen, ist ein Tupel von int, also ne, x-Koordinate, y-Koordinate soll das werden. So, und die maximale Ausdehnung in x- und y-Richtung. So, Coords append. Tupel int entry for entry in line split Komma. Weil jetzt bekommen wir ja hier die einzelnen Koordinaten jeweils als String, als jede einzelne Zeile hier bekommen wir raus. Und wir können so eine Zeile an dem Komma wieder aufsplitten und bekommen die x- und y-Koordinate. Ja, deswegen line split am Komma und die Entries werden durch int konvertiert, alles in ein Tupel eingefügt und an Coords angehangen. Dann asserten wir noch, dass immer der zuletzt angehangene Tupel genau die Länge 2 hat, ne? Also eine x-Koordinate und eine y-Koordinate, nicht mehr und nicht weniger. Wenn das dann der Fall ist, dann können wir also hingehen und sagen, okay, max x ist dann das Maximum aus dem alten max x und der neuen Koordinate plus 1. Weil die Koordinate sagt nur, wo wir reingeschrieben, der Shape muss aber eins größer sein, weil wir dürfen zum Beispiel, wir dürfen x-Koordinaten haben, x gleich 0 und x gleich 8, ja. Dann heißt es nicht, dass die Matrix 8 groß ist, sondern sie ist 9 groß, weil sie von 0, 1, 2, 3 bis 8 geht. Und 0 bis 8, das ist 9 lang. Deswegen müssen wir hier plus 1 drauf addieren, sowohl auf x als auch auf y, weil die Indizierung bei 0 beginnt.
So, und dann können wir jetzt unsere Matrix erstellen. Wir sagen hier, out ist NumPy Zeros, D-Type ist bool und der Shape ist max y, max x. So, das verwundert jetzt, aber y muss hier in der Tat vor x kommen. Und das hat folgende Bewandtnis. Normalerweise, wenn man eine Matrix definiert, dann sagt man zuerst, wie viele Zeilen hat sie und dann sagt man, wie viele Spalten hat sie. Ja, das, auch wenn ich dann in einer Matrix adressiere, dann sage ich immer zuerst die Zeile 0, 1, 2, 3, 4, 5 und dann die Spalte 0, 1, 2, 3. Ja, also ich gehe erst die Zeilen entlang runter und dann die Spalten rüber. Nun ist das Beispiel aber so beschrieben worden, dass uns gesagt wurde, x bedeutet, wir gehen entlang der Spalten und y bedeutet, wir gehen dann über die Zeilen. Das heißt, die Adressierung, die Koordinatenadressierung, die hier in der Aufgabenstellung beschrieben ist, entspricht kartesischer Koordinatendarstellung. Aber so werden Matrizen normalerweise nicht aufgeschrieben. Ja, das muss man im Hinterkopf behalten. Wenn man versucht, das Ganze mit Matrizen zu lösen, dann muss man Matrixindizierung in kartesische Koordinaten transformieren. Das bedeutet, x und y werden untereinander getauscht. Wir sehen es hier schon wieder, ja, for x, y in Coords, out y, x ist true. Ja. Natürlicherweise wäre man dazu verleitet zu schreiben, x, y ist gleich true. Aber so ist die Aufgabenstellung nicht beschrieben. Ja. Wir adressieren unser Bild nicht anhand von Matrixindizierung, sondern wir adressieren es anhand kartesischer Koordinaten. Fast. Gibt dann noch einen kleinen Unterschied zwischen echten kartesischen Koordinaten und was Sie hier in dieser Aufgabenstellung beschreiben. Wenn das echte kartesische Koordinaten wären, dann wäre dieser Punkt hier unten 0, 0. Das ist es aber gar nicht. Der Punkt hier oben ist 0, 0. Das ist im Übrigen sehr, sehr typisch dafür, wenn man zum Beispiel 2D-Spiele mit 2D-Grafik programmiert. Und ich muss dann Koordinaten angeben, wo auf dem Bildschirm sollen irgendwelche Sprites oder Objekte hingemalt werden, dann ist die obere linke Ecke häufig in den meisten Game Engines für 2D-Spiele, es ist die obere linke Ecke der Punkt 0,0. Also es ist keine Willkür hier in der Aufgabenstellung. Man muss sich nur dem gewahr sein, manchmal hat man mit Matrix-Indizierung zu tun oder jetzt wie hier mit einer Adressierung zu tun, die eher dem Spielegenre entspricht und eher angelehnt ist, angelehnt nicht exakt, aber angelehnt ist an kartesische Koordinaten. Das ist leider ein bisschen uneinheitlich zwischen den einzelnen Disziplinen, zwischen der Mathematik, zwischen der Spieleprogrammiererei und nochmal zwischen der Mathematik, aber in der Geometrie statt in der Algebra. Das ist historisch so erwachsen, damit muss man als Programmierer klarkommen, das tut mir leid. Aber das ist halt hier die Schwierigkeit, die muss man im Hinterkopf behalten, wenn man eine Matrix-Library wie NumPy verwendet, dass man hier also diese pseudokartesische Darstellung transformiert in Matrix-Adressierung. Das heißt, hier konkret x und y werden getauscht. So, pre-process raw, raw to mat. So, am Ende wird die Matrix zurückgegeben. Dann habe ich hier noch ein pretty print. Also natürlich kann NumPy seine eigene Matrix in die Konsole printen, allerdings nicht sonderlich nützlich. Also normalerweise ist, wie NumPy das macht, ist sehr nützlich, das ist sehr gut und richtig so, aber für diesen konkreten Zweck wäre es besser auch zum Vergleich, dass wir auch wieder so eine Darstellung bekommen, die ganz dicht, ganz eng gepackt ist, so dicht wie nur möglich, ohne horizontale, ohne vertikale Abstände, außerdem die PyCharm, meine integrierte Entwicklungsumgebung, sowieso mit reinhaut. Und dass wir dann, wie in der Aufgabenstellung auch, um dichter dabei zu bleiben, Rauten und Punkten nehmen. Das macht meine PrettyPrint-Funktion. Ja, also hier out plus gleich Raute, if mat, else Punkt, fertig. So, die gibt auch nichts zurück, sondern die printet einfach direkt aus. Und jetzt kommt die magische Fold-Funktion. Wobei die Fold-Funktion, je nachdem, ob man x oder y angegeben hat, leitet um auf Fold y bzw. Fold x. Also schauen wir uns beispielsweise Fold y an. Fold x ist im spiegelverkehrten Sinne bzw. entlang der anderen, also statt der horizontalen, der vertikalen Achse, aber gleichsinnig. Was passiert? Die Matrix wird erstmal zerlegt in zwei Submatrizen. Die Submatrix A, also alles überhalb der Knicklinie, und die
Submatrix B alles unterhalb der Knicklinie. Die Knicklinie selber geht hierbei verloren. Ja, also wenn ich hier schreibe Doppelpunkt bis Y, dann kommt die typische C/Python-motivierte Notation. Das ist genauso wie wenn ich schreibe Range A bis B. Das habe ich in einem älteren Video auch schon mal gesagt. Range A bis B entspricht dem Integer-Intervall A, also erzeugt ein Datentupel A, A plus 1, A plus 2 und so weiter bis B minus 2, B minus 1. So, und B ist draußen. Ja, es ist also das halboffene Intervall von A nach B. Und in der gleichen Sinne ist diese Notation zu verstehen. Wenn ich bei NumPy etwas adressiere, ja, Matrix A Doppelpunkt B, dann ist das gemeint wie, ich möchte einen Vektor haben aus Matrix A plus 1 und so weiter bis Matrix B minus 2, Matrix B minus 1 und der Eintrag Matrix B, der wird dabei weggeschnitten. Ja, es ist auch wieder das halboffene Intervall A bis B, so nah ran an B wie nur geht, aber selber ist B ausgeschlossen. Und so ist das hier zu verstehen. Ja? Wir nehmen alle Einträge, wir nehmen alle Zeilen bis ausschließlich Y. Und hier gehen wir erst bei Y plus 1 los. Das heißt, bei dieser Adressierung Submat A und Submat B geht uns die Zeile Y flöten, verloren. Aber das ist ja auch im Sinne der Aufgabenstellung. Das wird ja hier auch so gesagt. Wenn Y gleich 7 die Faltlinie ist, dann wird die ganze Zeile 7 wird zur Faltlinie und geht nach dem Falten verloren. Ja, hier ist y minus 1, hier ist y plus 1 und die Zeile y plus 1 wird auf die Zeile y minus 1 draufgelegt. Die Zeile y plus 2 wird auf die Zeile y minus 2 draufgelegt. Aber die Zeile y als solche, die verschwindet, die geht verloren. So, und also holen wir uns mit Submatrix A alles oberhalb der Faltlinie, mit Submatrix B alles unterhalb der Faltlinie. Also hier, ne, damit greifen wir uns alles unterhalb der Faltlinie raus. Jetzt kommt diese Notation. Sie sagt uns, wir nehmen alle Spalten, das hier heißt, wir nehmen alle Zeilen und das hier heißt rückwärts. Wir nehmen alle Zeilen von unten nach oben statt von oben nach unten. Also wir gehen diese Matrix rückwärts durch. Also wir nehmen hier eine gespiegelte Version, eine an der Y-Achse gespiegelte Version von Submatrix B. Und dann kann ich auf Submatrix A, gehe ich dann, je nachdem wie groß die Submatrix B wirklich ist, ich weiß nicht, ob der Shape von der Submatrix B exakt der von der Submatrix A entspricht. Also ich weiß nicht, ob, wie das Beispiel es hier andeutet, diese Faltlinien wirklich immer exakt in der Mitte sind. Das wird im Text nicht gesagt. Ich habe es auch nicht abgeprüft. Ich habe mir gedacht, angenommen, sie ist es nicht, was passiert dann? Weil was ist, wenn das hier die Faltlinie wäre und nicht das? Das wäre ja im Prinzip kein Problem. Es geht ja trotzdem. Das heißt ja nur, ich nehme die unteren drei Zeilen und lege sie auf die drei Zeilen über der Faltlinie. Und alle Zeilen darüber bleiben unangetastet. So, warum nicht? Und das kann halt wirklich sein, dass das hier passiert. Wie gesagt, ich habe es nicht abgeprüft, ob das so ist. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass das so ist, dass die Faltlinien nicht immer exakt in der Mitte des Blattes liegen müssen. Und das heißt, ich muss jetzt hier die Submatrix A noch einmal umständlich adressieren. Ich sage, ich nehme alle Spalten und ich sage hier, ich nehme die letzten Zeilen, nämlich genau so viele letzte Zeilen von Submatrix A, wie die Submatrix B selber Zeilen hat. Ja, also ich greife auf ein kleines Fenster in die Submatrix A rein und da addiere ich Submatrix B obendrauf. Und jetzt habe ich gesagt, ja, Fold X ist analog, nur dass wir das Ganze nicht entlang der Zeilen, sondern Spalten machen. Also brauchen wir das nicht weiter diskutieren. Jetzt ist dieses Video schon unendlich lang, aber wir sind gleich am Ende. Part 2 ist ganz kurz. Wir preprocessen den
Raw X, also das Beispiel, wir holen uns die Lines, wir holen uns die Faltungsanweisung, wir erschaffen uns die Matrix und dann sagen wir, wir falten die Matrix einmal anhand der allerersten Faltanweisung. Und jetzt kommt der Clou, warum ich gesagt habe, die Folds sollen eine Liste von Dictionaries sein, weil dann kann ich sie hier einfach an meine Fold-Funktion als Keyword-Argument übergeben. Und dann am Ende muss sein, dass die gefaltete Matrix muss 17 Rauten zeigen und das Assert ist erfüllt. Als nächstes holen wir uns Input A, lesen über den Kontexthändler meinen individualisierten Input ein und lesen es als Raw aus dem F-Stream raus. Pre-processen, also holen uns wieder die Lines, die echten Lines, die Koordinaten und wir holen uns die Faltanweisung. Dann wird die Matrix erstellt, dann wird sie einmal gefaltet und dann schauen wir uns an, ne, mit dem NP-Sum, wie viele wahre Einträge sind noch übrig. Und das waren 751 und damit war Part 1 abgeschlossen. Jetzt war Part 2, schön, jetzt hast du die erste Faltung hingekriegt. Jetzt mach mal alle anderen Faltungen auch. Dann habe ich gesagt, okay, gut, kein Problem. Wir nehmen also die restlichen Faltanweisungen. Die restlichen Faltanweisungen sind aus Folds 1 bis ans Ende. Ja, wir nehmen uns also die übrigen Faltanweisungen und falten die Matrix und pretty printen sie. Und dann kommt in der Konsole das hier raus. Ich weiß nicht, ob man das so gut lesen kann. Ich musste da fünfmal hinschauen. Aber hier vorne haben wir ein aus Rauten gebildetes P. Dann kommt ein G, H, R, K, L, K, L. Und das heißt doch in der Aufgabenstellung, wenn wir jetzt hier runter scrollen, Part 2, hier. Beende das Falten des transparenten Papiers entsprechend den Anweisungen. Das Manual, also die Anleitung, sagt, der Code ist immer, besteht immer aus 8 Großbuchstaben. Und genau das haben wir: P, G, H, R, K, L, K, L. Das sind 8 Großbuchstaben. Und die habe ich eingegeben und damit mein Puzzle komplettiert. Ja, wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, erwägt eine Subscription in Erwägung, abonniert diesen Kanal, meine ich damit, auf gut Deutsch. Like gerne das Video. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder zu Türchen 14. Ciao, ciao.